Moin Moin Schizos, endlich geht es wieder los. No Risk No Fun 5 ist da. Ja, es war eine lange Pause. Das hatte ja den Grund, dass Novi, der sonst immer an der Kamera war, nach Berlin gezogen ist. Und dann ging noch eine Kamera von mir kaputt. Deswegen konnte ich auch draußen nicht mehr filmen. Wie auch immer, jetzt geht es endlich wieder los. Ich habe mir wieder 5 verrückte Sachen ausgedacht. Ihr wisst ja, ich stelle mich 5 verschiedenen Crazy Challenges. Davon muss ich mindestens 3 bestehen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann erwartet mich eine Bestrafung. So, und mein Vater, der fährt mich jetzt gerade zum Drehort, sagen wir mal so. Und er wird heute auch an der Kamera sein. Euch wird einiges erwarten. Viel Spaß und los geht's. Also, die erste Aufgabe, die hat es direkt schon in sich. Und zwar habe ich mir vorgenommen, mich zu entwachsen. Und zwar mit Hilfe von Kaltwachsstreifen. Die werde ich jetzt auf meinen Arm kleben. 2 oder 3 Durchgänge. Schauen wir mal, was die Regeln sagen. 3 Kaltwachsstreifen, Brüller, ist ein Brüller, 3 Kaltwachsstreifen und die werde ich aber nicht nur einfach draufkleben und abreißen, nein, da helfen mir hier ein paar Raketen und zwar haben wir schon eine Rakete vorbereitet, die ist ja schon positioniert und dann haben wir hier so ein Band dran, ein sehr langes Band, das ist ungefähr 5 Meter lang und das Ende vom Band kommt natürlich hier auf diesen Kaltwachsstreifen. Und wir hoffen, dass es klappt, wir wissen es natürlich nicht, aber wir hoffen, dass die Rakete dann diesen Kaltwachsstreifen von meinem Arm reißt und dementsprechend auch die Haare mit runterreißt. Ich werde jetzt mal das Ganze hier auf meine Haut auftragen. Dann schauen wir mal. Ist ein bisschen frisch, bin ja Kieler Jung, bin aber dann auch gewohnt, dass es also kalt ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad wir haben. Weißt du das? 13 Grad, ach, das geht ja. Das ist trotzdem frisch. Vor der Enthaarung stelle bitte sicher. Was? Vor der Enthaarung stellen. Achso, stellen Sie bitte sicher. Ja, deutsche Kenntnisse sind vorhanden. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die zu enthaarende Hautpartie sauber, trocken und fettfrei ist. Ja, fettfrei ist jetzt natürlich ein kleines Problem an der Stelle. Also, 3 Durchgänge, davon müssen 2 auf jeden Fall klappen, dass die Rakete mir das runterreißt. Sonst gilt diese Aufgabe als nicht bestanden. Ich bin jetzt von Natur aus nicht so der behaarte Typ. Hier sind so ganz leichte Härchen. Also da wird man jetzt eh kein großes Ergebnis sehen. Am Bein werden mehr Haare, definitiv. Aber ich wollte jetzt hier nicht, ihr wisst Bescheid, ne? Machen wir einfach an dem Arm. So, dann rubbel ich mal ein bisschen. Ha, rubbel. Kleiner Insider. Ja, so. Ah, beide Seiten sind mit Wachs. Ah, okay, oder was? Hä? Aber wahrscheinlich, weil es zu kalt ist, ne? Wahrscheinlich muss es wärmer sein. Hier bleibt jetzt richtig ein Film hängen. Da oben ist irgendwie nix. Irgendwie so. Ah, mal schauen. So, ach da. So, okay. Gut. Ah! Okay. Jetzt nochmal mit meinem Handy. Versuche ich dann auf den Arm zu filmen. So, Kamera. So. Läuft. Läuft. So, jetzt mache ich erstmal an. Ja. So, jetzt mache ich erstmal an. Und dann schauen wir mal. Nee, ist gar nichts passiert. Das Seil ist einfach nur abgerissen von der Rakete. Also das Seil hängt hier auf meinen Schultern. Das war an der Rakete jetzt nicht fest genug. Es gab hier nur einen kleinen Ruck.
Man kann das, ne? Ganz kleinen Ruck gab es hier nur. Ja. Das müssen wir nochmal machen. Ja, Schizos, wir kommen zum zweiten Versuch und wir haben gerade nochmal das Seil analysiert und haben gemerkt, das ist abgefackelt. Das ist also nicht abgerissen, sondern es hatte eindeutige Brandspuren. Sprich, das muss irgendwo da oben an der Rakete dann Feuer gefangen haben und abgerissen sein. Jetzt haben wir das hier auf der Mitte befestigt. Nicht mehr hier oben. Vorher hatten wir das hier oben befestigt. Jetzt haben wir das hier unten auf der Mitte befestigt. Und haben auch nochmal einen Kaltwachsstreifen drum gewickelt, in der Hoffnung, dass es jetzt wirklich hält. So, wir sind gespannt. Ich zünde wieder an und filme meinen Arm und dann geht's los. Achtung, 3, 2, 1. Na? Es wird hier immer windiger. Jetzt. Alter! Guck dir das an! Das Zeug klebt so bestialisch. Das ist komplett hier dem Wachsstreifen zerfetzert. Ja, demnach, gut, ich kann ja nichts dafür, ne? Also es gab schon einen ordentlichen Riss, aber rein theoretisch laut Regeln hätte ich jetzt schon verloren. Aber ich bin ja ein Ehrenmann, ne? Natürlich mache ich noch einen dritten Versuch. Wir können dann nochmal auf einen anderen Arm das Ganze ausprobieren. Kann das ab? Ja, das kann jetzt eigentlich ab. Mach. Ah! Ja gut, der ging. Gerötet. Sag mal, aber das Seil ist weg. Das Seil ist weg. Versuch Nummer 3. Wir haben den Arm gewechselt, jetzt hier. Ich werde meinen Arm jetzt gleich mal versuchen, so hoch zu halten. Vielleicht geht das ein bisschen besser. Und wir haben geguckt, dass wir das Band nicht ganz in der Mitte des Klebestreifens anbringen. Vielleicht klappt es besser. Und ich habe ihn auch nicht ganz so sehr angedrückt. Schauen wir mal. Vielleicht bringt das ja was, dass wir wenigstens einmal das Erlebnis haben, dass ich von der Rakete hier entwachst werde. Da kommt ein Auge zurück, oder? So. Gut. Dann. Kamera muss ich noch scharf schalten. So, okay. Und go. So. Oh. Oh. So, das wurde zurückgehalten. Ich habe das hier auf dem Arm. Immer noch. Ist nicht abgegangen. Ist immer noch drauf. Hat nur einen krassen Ruck gegeben. Das war's. Ja, dann würde ich sagen, ganz, ganz kläglich verkackt. Ja, Loser. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Ja, und da wären wir auch schon bei Aufgabe 2. Und Aufgabe 2, muss ich sagen, ja, war ein Vorschlag von euch, ja. Und da wurde nämlich vorgeschlagen, leck doch mal Erdnussbutter von der Straße. Ja, auch hier sind die Regeln diesmal denkbar simpel. Ich werde also nun hier Erdnussbutter, die ich mir noch gerade frisch besorgt habe, mit einem Pinsel relativ dünn auf die Straße auftragen. Nicht nur jetzt so ein kleiner Klecks oder so, sondern schon einen guten Strich, eine gute Bahn, wo ich dann mit der Zunge hinterher lecken muss. Und ja, natürlich muss ich das die gesamte Strecke machen und die Zunge muss durchgehend die Straße berühren. Okay. So, dann wollen wir das Ganze mal auftragen. Ja, ich habe mir hier so den Bereich hier mal ausgesucht. Dazu möchte ich noch mal erzählen, wir sind gerade an einem Ort. Früher, wo ich noch kleiner war, bin ich hier öfter mit meinem Onkel zusammen mit dem Fahrrad lang. Und das ist hier so ein kleiner, also hier ist so eine stark befahrene Straße und das ist so ein Seitenstreifen, so, wo man mit dem Auto halt anhalten kann. Und mit dem Fahrrad haben wir hier auch immer Stopp gemacht und dann war hier mal Pinkelpause. Und das sind also hier im Hintergrund die bekannten Büsche, wo dann doch der eine oder andere mal Urin gelassen hat. Also es ist hier alles sehr hygienisch, ich freue mich. So,
jetzt hier mal schön mit einem Pinsel was auftragen. Der Pinsel ist übrigens nicht neu, sondern mit dem Pinsel habe ich auch schon zu Hause gemalt. So, also ja, wir gucken mal. Ich ziehe mal so eine Bahn. Wir fangen hier mal an, würde ich sagen. So, ist das ein Meter? Knapp, knapp. Noch nicht ganz. So. So. Wunderbärchen. So. Ja, das kommt hin. Ja, moin. So. Gut, dann. Ah, Leute, ne? Ja, ihr seid mir so ein paar Nudeln hier. Aber da muss ich jetzt richtig tief runtergehen, damit ich das. Da muss ich wohl die Cap hier abnehmen. Ja, Styling E-Star. Okay. Ich weiß noch gar nicht so richtig, wie ich das hier machen soll. Scheiße. Okay. Ja, weiß nicht. So irgendwie. Durchgehend. Bis dahin. Oh mein Gott. Okay. Ja, alles für euch. Ne? Habt ihr schon geliked? Wenn nicht, dann wäre jetzt der Moment dafür. Los geht's. Ich sag mal so, lecker ist es nicht, aber was man nicht alles macht, ne? Wow. Nächste Aufgabe. Ja, der Ekel nimmt kein Ende hier in der heutigen Ausgabe. Zumindest für mich nicht. Es scheint erstmal eine relativ harmlose Aufgabe zu sein, aber dann hat sie es doch in sich. Und zwar muss ich zuerst dazu sagen, angefangen hat er mit Excel 95. Er hat sich Ananassaft besorgt, 1 Liter, hat den geäxt. Und hat dann im Anschluss Sauerkrautsaft zu sich genommen. Das mit dem Sauerkrautsaft hat er nicht geschafft. Das war zu eklig, denn da ist auch Meersalz enthalten. Ich habe auch sein Video hier unten mal verlinkt. Dann gibt es auch Pink Peach, die hat das Ganze nachgemacht. Sie hat allerdings den Ananassaft weggelassen und hat direkt mit dem Sauerkrautsaft begonnen. Und Pink Peach hat den Sauerkrautsaft tatsächlich, komplett leer getrunken. Also da auch noch mal den größten Respekt dafür. Ich denke mal, Ananassaft geht noch. Aber Sauerkrautsaft mit Meersalz. Bio. Das wird eine schwierige Nuss. Also auch von Pink Peach ist das Video hier unten verlinkt, wer mal gucken möchte. Sie hat es geschafft. Und sie hat mich dann auch nominiert, um das Ganze nachzumachen. Und ich dachte, ja, es gibt dafür doch keine bessere Möglichkeit als hier bei No Risk, No Fun. Und deswegen beginne ich jetzt mal hier mit dem Ananassaft und versuche es dann anschließend mit dem Sauerkrautsaft. Und ich bin absolut sicher, ich werde kotzen. Im Übrigen nochmal die Regeln dazu. Also 1 Liter Ananassaft exen, im Anschluss dann hier die 330, nee, sogar 0,5 Liter Sauerkrautsaft hinterher exen und das Ganze muss, muss auf jeden Fall vollständig leer sein und getrunken sein. So, ohne sich währenddessen zu übergeben natürlich, das ist klar, ne? Im Anschluss ist egal, aber vorher nicht. So, ich fange mit dem Ananassaft an. Exen bedeutet, also ist für mich meine Auslegung, man darf nicht absetzen. Ne? Es muss jetzt nicht wie eine Regenrinne runterlaufen, aber man darf nicht absetzen. Okay, 1 Liter Ananassaft, dann Sauerkraut. Los geht's.
Tropical Punch. Ja. Ja, da kamen noch ein paar Tropfen raus, aber das ist, denke ich mal, noch in Ordnung. Wir sind jetzt schon an dem Punkt. Wo ich ganz genau weiß, ich werde gleich kotzen. Aber das ist sowas von. Oh, Leute, ey. Also. Ich trau mich gar nicht, weil ich weiß ganz genau, sobald ich das schon rieche, dieses Sauerkrautmäßige mit Meersalz und so, es wird sofort, werde ich göbeln. Also da machen wir uns keine Illusion vor, dass ich das noch schaffen könnte. Ich muss mal ganz kurz sacken lassen. Weil sonst. Sonst habe ich gar keine Chance. Also zumindest den Funke einer Chance habe. Da muss das ganz kurz mal ein bisschen sacken und sich beruhigen. Ah, Mensch. Ah. So. Ich habe da echt keine Lust drauf, ne? Weil das. Ah. Ich mach schon mal auf und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Oh, ich darf schon riechen, ne? Ich weiß das jetzt schon. Ah, hier ist gerade eine Menge Trubel. Autos kommen, Fahrradfahrer kommen, Fußgänger kommen mit Hunden. Puh, da warte ich noch mal einen kleinen Augenblick. Guten Tag. Moin. Ja, bitte warten Sie noch mit den Autogrammen. Ich muss erst Hände drehen, ist so. Ja, ich muss ja nicht hier vor den Leuten spucken, ne? Das reicht ja, wenn ich es hier vor euch mache, ne? So, okay. Ich habe überhaupt keinen Bock jetzt gerade, ne? Das kommt sowas von gleich in hohem Bogen hier raus. Ich halte das nochmal ein bisschen weg, weil wenn ich das rieche, dann ist schon der Ekel so da. Ja, wenn ich jetzt Ananas auf 1 Liter, das hat ja kein Ende genommen gerade beim Trinken. Also da auch großen Respekt an Axel, ne? Der das immer einfach so reinkippt, als wäre das irgendwie ein Donut oder so. Ja. So. Günni hat kurz geschnuppert und er hat das Gesicht verzogen, also dementsprechend. Okay, ich rieche jetzt auch mal ganz kurz. Och, naja. Kriegt man wieder Hunger auf sowas Deftiges zu essen. Oh. Das ist ja auch nochmal ein halber Liter. Mir schwabbelt hier immer noch der Ananassaft. Okay. Es ist safe, dass ich kotze, auf jeden Fall. Oh Mann, okay. Also noch ekliger war es gerade, wo ich aufgehört habe zu trinken. Da kam nochmal so ein richtiger Nachgeschmack. Oh, ich fühle mich gerade so, als wäre man total so erkältet, so krank. Weißt du, wisst ihr, wenn man sich krank fühlt? Ein bisschen Kopfschmerzen kommen schon. Eines ist richtig komisch.
Oh. Nee, das, ich habe ja eh jetzt schon abgesetzt, also definitiv Loser. Aber da ist noch eine Menge drin. Also ich habe echt nur so viel vielleicht geschafft. Ich habe vielleicht von den 500 höchstens 200 getrunken. Okay, also es fühlt sich so an, als wenn ich jetzt nicht kotzen müsste. Hoffen wir, es bleibt so. Ja, dann warten ja noch zwei Aufgaben. Zwei habe ich mittlerweile schon verkackt. Ihr wisst ja, wenn ich noch eine dritte verkackt, dann ist schon vorbei. Gucken wir mal, ob die nächste Aufgabe mehr Glück bringt. Dafür wechseln wir aber mal die Location und ich gehe nach Hause. So, nun sind wir also in der Schizobude und gehen gleich aber nochmal für die letzte Ausgabe vor die Tür. Jetzt möchte ich allerdings etwas machen, das habe ich so noch nie gemacht. Und zwar werde ich gleich auf YouTube mal eingeben. Es gibt doch immer diese Aufgaben, diese Challenges, dass man nicht lachen darf. Dass man sich Videos anschaut, die wohl sehr lustig sind und man darf wirklich nicht lachen. Die Rede ist jetzt nicht von Grinsen oder so, das ist erlaubt. Damit sind wir schon bei den Regeln. Sondern ich muss mir wirklich ein Video angucken, was mindestens 3 Minuten geht. Es darf auch länger sein, aber es muss mindestens 3 Minuten gehen. Man darf grinsen, man darf aber nicht laut lachen. Also sobald da so ein, selbst so ein wäre schon, ne, ich darf keine Geräusche geben. Und ja, man darf jetzt aber auch nicht jetzt schon irgendwie so sich so halten und so. So, das ist auch schon, auch wenn da nichts rauskommt, aber das ist definitiv Lachen. Man versucht nur noch den Ton zurückzuhalten. Also so mit dem Mundwinkel nach oben gehen, alles gut. Aber sobald man Geräusche von sich gibt oder wirklich den Mund aufreißt, ist also offensichtlich, ist, dass man es gerade wirklich sehr lustig findet, dann ist diese Challenge nicht bestanden. So, und somit muss ich also nur 3 Minuten aushalten, nicht zu lachen. So, ich habe mir für mich privat, habe ich mir schon solche Videos mal zwischendurch angeguckt. Deswegen müsst ihr mir natürlich vertrauen, werde ich jetzt kein Video anklicken, was ich schon kenne, sondern ich werde wirklich gucken, dass ich ein Video finde, das ich noch nicht kenne. So, ich würde sagen, so ist optimal. Natürlich werde ich jetzt mit dem Gesicht nicht die ganze Zeit frontal in die Kamera schauen, weil der Bildschirm hier vor mir ist. Deswegen werdet ihr mich nur so ein bisschen seitlich sehen, aber ich denke mal, das reicht völlig aus. So, dann würde ich sagen, holen wir an der Stelle schon mal den Bildschirm hier seitlich mit ins Bild und ich werde ein bisschen kleiner. So, dann gucken wir mal. Ich gebe jetzt einfach mal ein Nicht-Lachen-Challenge. Okay, wenn ich das Bild schon sehe, muss ich jetzt schon lachen. Oh nee, was? Das geht 26 Minuten. Versuch nicht zu lachen, Kinderedition. Okay, das ist aber sehr lang. Oh, hier 21 Minuten. Versuche nicht zu lachen, 2018, extrem. Okay. Naja, also 3 Minuten muss ich schaffen. Was haben wir denn da unten Leckeres? Irgendein Popöchen. Das geht 10 Minuten. Versuch nicht zu lachen, extrem unmöglich bei irgendwas. Okay. Ja gut, also die gehen alle länger. 3 Minuten muss ich schaffen. Schauen wir mal. Wenn ich der Meinung bin, das ist wirklich ein flaches Video, wo wirklich tatsächlich nichts lustig ist, dann würde ich sagen, brechen wir ab und ich suche das nächste Video, weil das wäre ja dann auch blöd. Ne? Es muss schon lustig sein. So, wir starten einfach mal mit dem ersten Video. 1,7 Millionen Aufrufe. Schauen wir mal. Los geht's. Werbung. Do you like that baby? Oh, wow. Is he cold? No.
Here we go. Catch. Oh man. Yeah. Wow. Da also sind schon gute Sachen dabei, auf jeden Fall. Ich muss mich gerade echt schon stark zusammenreißen. You got mail. Say it again. Say Merry Christmas. Merry Christmas. What? Charlie, are you eating pizza? Is it good? Would you like a bite of my vegetables? 2 Minuten habe ich um. I am from Japan, and I don't chop this chin without looking at three. 1, 2, 3. Oh, dear. Is that blue? So, 3 Minuten sind um. Falls jetzt der eine oder andere sagt, nee, also irgendwie, das war doch alles auch gar nicht so lustig, würde ich sagen, mache ich nochmal ein anderes Video an. Ist nice, Pocus. Da musste ich nun echt lachen. Oh, nee. Das will ich nochmal sehen. Auch die Musik dazu. Weißt du, es geht los. Es geht los. Erste Sekunde da, ne? Ein junges Mädel, so, man denkt, okay, wo wird wohl gleich da der Gag passieren? Und dann kommt die Musik und dann kommt da kommt da die Alte da ins Bild gewackelt. Das finde ich witzig. Da musste ich jetzt lachen. Aber weiß ich nicht, jetzt mal ganz ehrlich. Also wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, dann habe ich jetzt ja schon definitiv über 3 Minuten gesehen. Ich würde sagen, ich habe trotzdem gewonnen. Ganz klare Sache. Also das erste Video finde ich auch war wirklich noch gut, da waren viele Stellen, ich musste mich echt oft zusammenreißen. Das war ein gutes Video und das habe ich überstanden. Gewonnen. Definitiv Aufgabe gewonnen. Aber jetzt schauen wir uns nochmal einmal die Stelle hier an. Oh nee. Ja, dann kommen wir also hier jetzt zur nächsten Aufgabe. Aufgabe Nummer 5. So, wieder draußen angekommen und jetzt kommen wir zur letzten Aufgabe für heute. Und zwar möchte ich mir meine Hände ins Gesicht kleben. So, die Aufgabe heißt also Face Glue und ja, Name ist Programm. Hier habe ich Sekundenkleber. Ich werde mir also jetzt beide Hände ins Gesicht kleben und habe dann 1 Minute Zeit, diese Hände wieder zu lösen. Ganz einfach. Schauen wir mal. Damit wir auch genau wissen, wo ich, also einmal da und einmal hier, so ungefähr da so. Und da muss ich gleich meine Hände platzieren. So, Sekundenkleber, den erstmal, der ist noch verschlossen. So, achso, ich drehe das einfach fest drauf und dann öffnet sich das, ne? Irgendwie so. So. Na, jetzt auf.
So, ich würde sagen, ich schmeiße das gleich auf den Fußboden dann, weil ich ja die Hände dann frei brauche. Und dann fängt auch an, die Minute zu laufen. So, da kommt schon ein bisschen was raus. Mach mal so in die Hände jetzt hier. Ah, das ist so gelig. Das ist auch gut. Ja. Dann musst du nur, glaube ich, an die Seite drauf drücken, dann ist das wieder an der Seite. Genau. So, jetzt hier, ihr seht es, jetzt verreibe ich das hier kurz in den Händen. So, jetzt ins Gesicht. Dann wird es ja auch ganz heiß, ne? Die Dämpfe. So, und warte. Noch ein bisschen antrocknen. Da drückst du gleich drauf, genau. Oh, die Dämpfe, die brennen in den Augen, Alter. Ich würde sagen, ich teste mal ein bisschen an. Okay, ich würde sagen, das reicht. Dann läuft. Ja. Gut. Stopp! Ah. 1,42, ja. Aber ich konnte nicht. Du hattest zu früh gestartet, glaube ich auch, ne? So, also, jetzt habe ich hier so eine Klebestelle auf der Hand, das könnt ihr nicht sehen, aber die Kreuze von meinen Wangen sind jetzt auf den Händen. Ist in meinem Gesicht trotzdem noch was? Auch noch. Ja. Also, ich habe es geschafft. Tat weh, aber war machbar. Huh! Also, das heißt, ja. Das Ergebnis ist klar, ne? Und zwar habe ich gewonnen. Ja, ich habe es geschafft. Ich weiß gar nicht. Doch, ich habe schon mal geschafft. Ich glaube, einmal habe ich schon mal geschafft. Das ist jetzt die 5. Ausgabe. Und ich glaube, von 5 Ausgaben ist das jetzt die 2., die ich tatsächlich gewonnen habe. Ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Hat mir wieder sehr viel Spaß gebracht. Nach langer Zeit ging es nun endlich mal wieder los mit No Risk, No Fun. An dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße an Novi nach Berlin und auch nochmal ein dickes Dankeschön an meinen Vater, der heute an der Kamera war. Dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Da kann ich schon mal ein bisschen was verraten fürs nächste Mal. Für die 6. Ausgabe ist Folgendes geplant. Und zwar unter anderem werde ich Fortnite-Tänze nachtanzen. Ich werde da so circa mir 10 Fortnite-Tänze raussuchen und die quasi miteinander verbinden und daraus eine durchgehende Choreografie mir zusammen mixen. Uiuiui, da steht mir noch einiges bevor. Ich bin sehr gespannt, ob das klappen wird. Das könnt ihr dann beim nächsten Mal sehen und ansonsten sehen wir uns in einer meiner nächsten Livestreams. Also, bis dann und tschüss!